Gottes Autorität ist einzigartig. Sie ist sein spezieller Ausdruck und seine Essenz, die kein anderes Wesen besitzt. Ob erschaffen oder nicht erschaffen, allein der Schöpfer hat solche Macht. Gott, der Einzigartige, hat diese Substanz. Gott schuf alles, er hält Herrschaft über sie alle. Er kontrolliert nicht nur einige Planeten, nicht nur einen Teil der Schöpfung oder der Menschheit, sondern er hält alles in seinen mächtigen Händen, ob groß oder klein, ob sichtbar oder nicht. Von den Sternen bis hin zu winzigen Zellen und allen Lebewesen, die in anderen Formen existieren. Genau dies ist mit allem gemeint, das Gott kontrolliert. Gottes Autorität scheint schwer zu ergründen, aber sie ist überhaupt nicht abstrakt. Sie ist beim Menschen in jeder Minute, an jedem Tag. Der Mensch kann sehen und fühlen, wie real sie ist. Dieser reale Fakt beweist, Gottes Macht ist da. Es lässt den Menschen begreifen, dass nur Gott solche Macht hat. Gott schuf alles, er hält Herrschaft über sie alle. Er kontrolliert nicht nur einige Planeten, nicht nur einen Teil der Schöpfung oder der Menschheit, sondern er hält alles in seinen mächtigen Händen, ob groß oder klein, ob sichtbar oder nicht. Von den Sternen bis hin zu winzigen Zellen und allen Lebewesen, die in anderen Formen existieren. Genau dies ist mit allem gemeint, das Gott kontrolliert. Dies ist das Reich, in dem Gott seine Macht ausübt, der Bereich seiner Souveränität und Herrschaft.